Nach der engsten Wahl der letzten Jahrzehnte steht nun eine spannende Regierungsbildung bevor. Sowohl Wahlverlierer Armin Laschet von der CDU als auch der Wahlgewinner Olaf Scholz von der SPD wollen Kanzler werden und müssen nun ihre Koalitionsoptionen ausloten. Beide werden dabei um dieselben Partner buhlen müssen. Die Grünen und die FDP. Die sogenannte Ampel mit SPD, Grünen und FDP tritt also an gegen die Jamaika-Koalition aus Union, Grünen und FDP. Die beiden Parteien, die nun Kanzlermacher sind, haben vor der Wahl ziemlich deutlich gesagt, zu welcher Koalition sie tendieren. Für die FDP ist es Jamaika, den Grünen ist die Ampel lieber. Festlegen wollte sich am Sonntagabend aber niemand mehr. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock, die weit abgeschlagen auf Platz 3 hinter Laschet und Scholz gelandet ist, spricht lediglich von einem Wählerauftrag, für eine Erneuerung im Land zu sorgen. Und auch FDP-Chef Christian Lindner vermeidet es, sich klar für Union oder SPD als Koalitionspartner zu positionieren. Stattdessen stellt er lieber die Gemeinsamkeit mit den Grünen heraus, mit denen er im Wahlkampf nicht besonders glimpflich umgegangen ist.